Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja, was wir eigentlich vorhatten, war hier erstmal wieder laufen zu lassen, damit die Leute die Steine wegschleppen. War es hier, unseren Indoor-Pond zu errichten. Und in der Kaserne die Zimmer einzurichten. Wir haben aber immer noch ein Siege am Laufen, was das Ganze ein bisschen arg problematisch macht. Außer die ziehen irgendwann ab. Na, vielleicht tun sie das gerade, hoffe ich mal. Gucken wir mal in unsere Workorders, wie es da aussieht. Noch werden Sachen hergestellt für unsere Schlafzimmer. Nebenbei Schlafzimmer, da war ja noch, glaube ich. Ja. Ach so, dies ist noch nicht mal ganz. Jetzt ist es fertig. Ist die Frage, haben wir Furniture für das Ding schon? Ja gut, Betten habe ich sowieso rumstehen, aber canceln wir mal die Construction. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, ich habe das Bett nicht. Floodgates haben wir mittlerweile. Ja, genau, bewegt euch einfach mal weg. Warum liegt hier ein Iron Bolt rum? So, was ich gucken wollte, Constructions müsste das sein. Was brauchen wir für ein Wallgrate? Weil ich kann wahrscheinlich. Nein.
Wäre sowieso blöd. Ah, Stray Dog has been slaughtered. Okay. So, ich nehme mal an, hier. Ja, hier sieht's gut aus. Dann können wir jetzt Channeling betreiben. Halt. Das ist keine gute Idee so gewesen. So, lassen wir die erstmal das da wegchanneln. Der Siege läuft immer noch. Wie sehen unsere Work Orders aus? Ist nicht mehr viel zu machen. Wo sind denn die Invader jetzt gerade? Seriously injured. Also ja, die stehen da jetzt rum. Irgendwann werden sie sich noch verkrümeln, hoffe ich mal. So, dann gucken wir mal nach Betten. So. Bett, Bett. Bett, Bett. Bett, Bett. Keine Betten mehr, gut. Türen, Tür, 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 Tür. Cabinets. Da. So. Und zu guter Letzt Koffers, also Chests. So, jetzt entfernen wir hier noch Slopes. Also die meisten jedenfalls. Bis auf drei hier.
Ja, um Gildenhallen kümmere ich mich als nächstes, sobald wir Wasser und Angelpunkt in unserem Vorhaben. So, jetzt haben wir hier Schlafzimmer, die ich so zuweisen kann jetzt. Ja, jetzt kommt wieder das Schöne. Es fehlen noch ein paar Quality of Life Sachen, definitiv, aber das Spiel basiert auf einem Spiel, was kostenlos ist und nie die Alpha verlassen wird. Lass mich mal kurz gucken. Der General sollte eh ein eigenes Schlafzimmer kriegen, wahrscheinlich. Hä? Expo. Expo, 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 Expo. Ja, super. Keine Ahnung, wer er ist, aber er ist gerade wahrscheinlich auch Expo, Expo und Expo Leader. Das heißt, da kommt unser General hin. Toll, ich ziehe gleich mit ihm ein. Also fürs Erste kommt da unser General hin. Ja. Ups. Also da wurde unser General fürs Erste. So, und jetzt brauche ich unsere ganzen Soldiers. Den hatte ich jetzt, glaube ich, gerade. Expo, Expo, Expo. Ja, den hatte ich. Den habe ich jetzt auch. Das war er hier. Jetzt er hier. Also Rek, Kerol. Kerol habe ich. Momuz habe ich jetzt. Momuz, dann Edim. Als nächstes. Das war Edim. Ingsch. Solon, und mir fällt gerade auf, man kann hier sehen, wer Quarter hat und wer keins hat. Ah, Solon und
Kumil wohnen jetzt im selben Quarter, okay. Sind sogar decent Quarters. Kriegt Kumil trotzdem sein eigenes Zimmer für seine Sachen. Ein Soldier fehlt noch. Du bist ein ja, diesen Quarter. Ich verstehe es echt nicht. Sind wirklich die Wände schuld dran, dass das hier keine Decent Rooms sind? Ah. Beim Overlapping kann es jetzt auch nicht wirklich liegen. Egal, mir fehlt immer noch ein Soldier. Soldier, Soldier, Soldier. Noch ein Soldier, Soldier. Ja, und die zwei teilen sich. Und ihr seid alles X-Bows. Also gucken, wer Udil hat, Rek hat, Kerol hat, Momuz hat. Und da geht das Ding zu, okay. Gucken wir noch mal. Dem haben wir ein Decent Quarter. Expo, Bone Ladder, Farmer. Expo, this, this, this. Ihm haben wir ein Decent Quarter gegeben. Das sind alles Dwarven Children. Dwarven Children. Er hat ein Decent Quarter. Er hat ein Decent Quarter. Er hat ein Decent Quarter. Hier ist gar nichts. Decent Quarter. Decent Quarter. Ah, Bim. So.
Sobald die beiden umziehen, kann ich hier den Doktor einquartieren. Außer ich habe zwei Docks. Ich habe zwei Docks, da kann ich die da oben auch einquartieren. Also, einen wahrscheinlich hier, also hier und einen hier. Ja.